Nun ist es soweit. Wir zeichnen unser erstes Makro auf. Aufgabe dieses Makros ist es, eine Überschrift, egal in welcher Excel-Zelle diese steht, zu formatieren. Was Sie bei dieser Aufgabe nicht tun dürfen, ist es, während der Makroaufzeichnung in eine Zelle zu klicken. Denn dann würde die Formatierung nur für diese Zelle durchgeführt werden. Lassen Sie uns nun das Makro aufzeichnen. Unter Entwicklungstools klicken Sie bitte auf Makro aufzeichnen. Vergeben Sie im Fenster Makronamen einen sinnvollen Makronamen. Zum Beispiel MKR-Überschrift formatieren. Den Shortcut können Sie eingeben durch Umschalt U. Somit können Sie nachher Ihr Makro schnell durch Ctrl-Shift und U starten. Speichern Sie das Makro bitte in diese Arbeitsmappe. Unter Beschreibung geben Sie die Beschreibung für das Makro ein. Zum Beispiel dieses Makro formatiert eine Überschrift. Bestätigen Sie das Aufzeichnungsfenster mit OK. Wie Sie sehen, läuft die Makroaufzeichnung. Nun stellen wir die Formatierung ein. Klicken Sie bitte auf Start, Fett, Kursiv, Unterstrichen. Wählen Sie eine Textfarbe und eine etwas größere Textdarstellung. Somit ist die Formatierung abgeschlossen und wir können das Makro beenden. Testen wir nun das Makro. Klicken Sie bitte die Textzelle an und drücken Sie den Shortcut Steuerung, Umschalt und U. Und Sie sehen, das Makro wurde einwandfrei aufgezeichnet. Kommen wir nun zum Teil 2 der Makroaufzeichnung. Dieses Mal möchten wir ein Makro in der persönlichen Arbeitsmappe aufzeichnen. Das Makro soll für uns eine optimale Spaltenbreite ausrichten. Wenn Sie ein Makro in der persönlichen Arbeitsmappe abspeichern, wird dieses Makro in der Datei personal.xlsb abgespeichert. Sie können später das Makro ausführen mit der Tastaturkombination Alt F8 oder einem Klick auf Makros, dann Makro ausführen. Zeichnen wir nun das Makro auf. Klicken Sie bitte auf Makro aufzeichnen. Auch hier vergeben wir einen sinnvollen Makronamen, zum Beispiel MKR, optimale Spaltenbreite. Klicken Sie in die Tastaturkombination. Am besten vergeben wir hier Umschalt O. Wählen Sie bitte bei Makro speichern in persönliche Makro-Arbeitsmappe aus. Geben wir eine Beschreibung ein. Klicken wir auf OK, damit die Aufzeichnung beginnt. Wie Sie sehen, läuft die Makroaufzeichnung. Um eine optimale Spaltenbreite auszurichten, markieren Sie bitte alle Excel-Elemente und klicken zwischen die Spaltenköpfe doppelt mit der linken Maus. Wie Sie sehen, wurde schon eine optimale Spaltenbreite ausgerichtet. Nun möchten wir die Markierung noch aufheben. Klicken Sie bitte zum Abschluss der Makroaufzeichnung noch in die Zelle A1.
beenden Sie mit Aufzeichnung beenden, das aufgezeichnete Makro. Testen wir nun das Makro, indem Sie in eine Zelle einen Text schreiben. Nun drücken wir uns in Shortcut, Steuerung, Umschalt und O. Wie Sie sehen, ist die Spaltenbreite optimal ausgerichtet und Zelle A1 wurde dementsprechend noch markiert. Sie finden das aufgezeichnete Makro unter Makros, Personalpunkt XLSB, Makro optimale Spaltenbreite. Auch hier können Sie mit einem Klick auf Ausführen das aufgezeichnete Makro starten. Unser nächstes Thema wird sein, Makros speichern. Ab Excel 2007 müssen die Dateien, die Makros beinhalten, unter einem speziellen Datenformat gespeichert werden. Sonst können beim Öffnen der Datei die Makros nicht ausgeführt werden. Diese Dateien haben die Endung XLSM. XLSM steht für Excel Spreadsheet mit Makros. Wählen Sie hierzu bitte Datei, Speichern unter, wählen Sie den Dateityp Excel-Arbeitsmappe mit Makros. Datei, Speichern unter, vergeben Sie bitte hier einen Dateinamen und wählen Sie bei Dateityp aus Excel-Arbeitsmappe mit Makros. Bestätigen Sie bitte den Speicher-Button. Schauen wir uns nun die Excel-Makro-Sicherheitseinstellungen etwas genauer an. Öffnen wir eine Datei, die Makros beinhaltet. Wie Sie sehen, erfolgt eine Sicherheitswarnung. Im Moment sind die Makros deaktiviert. Wenn Sie auf Inhalt aktivieren klicken, sind diese Makros aktiv. Sie können unter Entwickler-Tools Makrosicherheit, Einstellungen für Makros, die Einstellungen vornehmen, wie Sie mit Makros umgehen möchten. Standardeinstellung ist, alle Makros mit Benachrichtigungen deaktivieren. Genau diese Einstellung veranlasst diese Meldung, wenn Sie eine Datei mit Makros öffnen. Sie sollten diese Einstellung beibehalten. Was ich Ihnen nicht empfehlen kann, ist die Einstellung alle Makros aktivieren, denn dadurch würde ein Makro ohne Nachfrage ausgeführt werden. Das könnte wiederum zum Ergebnis haben, dass Sie sich ein Virus dementsprechend einfangen würden. Unser nächstes Thema wird sein, Makros bearbeiten und anpassen. So ähnlich könnte unser aufgezeichnetes Makro aussehen, wobei jedes Makro mit einem Sub, also Unterroutine, Subroutine, Prozedurname beginnt und mit einem Endsub beendet wird. Dies gilt auch für VBA-Programme. Der Inhalt zwischen Sub und Endsub wird ausgeführt. Makros werden in sogenannten Modulen gespeichert. Das werden Sie im Anschluss gleich sehen. Der Inhalt des Makros beginnt hier mit Kommentaren. Kommentare können Sie eingeben durch ein Apostroph und den Kommentartext. Sie können ebenfalls das Wort REM für Remark benutzen, um einen Kommentar einzugeben. Was bei diesem Makro auffällt, ist, dass jeder Befehl mit Selection Font beginnt.
Selection Font, Attribut Bold, gleich Su. Damit stellen Sie die Schriftart auf Fett. Selection Font Italic, gleich Su. Damit stellen Sie Kursiv ein. Selection Font Underline, damit stellen Sie die Unterstreichung ein. Zum Vereinfachen dieser Makrostruktur gibt es den sogenannten WIS-Block. Mit dem WIS-End-Block können Sie eine Reihe von Anweisungen für ein bestimmtes Objekt ausführen, ohne den Namen des Objekts immer wieder neu angeben zu müssen. Das bedeutet, wir könnten diese Makrostruktur verbessern, indem wir ein WIS-Selection-Font-Block einfügen und mit EndWIS dementsprechend abschließen. Im Anschluss werden wir gemeinsam das aufgezeichnete Makro, den Quellcode des Makros, bearbeiten.